Hallo, du bist Mickey. Hey, dein Bruder Tyler hat mich geschickt, um dir zu helfen. Das ist gut, ich bin Mickey. Ja, wissen wir. Du hast Tylers Bruder getroffen, er scheint ein netter Kerl zu sein, aber sei lieber vorsichtig, wenn du Geschäfte mit ihm hast. Also, was ist dein Problem, abgesehen davon, dass du hier in einem Loch, in diesem Loch wohnst? Mein Nachbar Bobo, der hört den ganzen Tag lang laute Musik. Ich könnte ihn verdreschen, aber ich habe Angst, ihn umzubringen. Rede du mit ihm, du siehst so aus, als könntest du das, wenn du verstehst, was ich meine. Okay, bringe Bobo dazu, mehr Respekt vor deinen Nachbarn zu haben. Laute Musik kann ganz schön stören, besonders Schlager. Alles klar, ich rede mit Bobo. Das ist gut, dann habe ich ein Geschenk für dich. Okay, hallo Nachbar Bobo. Hör mal auf, zu viel DJ Bobo zu hören. Hi, bist du Bobo? Ja, das bin ich. Wer will das wissen? Dein Albtraum. Mickey sagte mir, dass du ein Problem mit lauter Musik hast. Das hat er vielleicht, ich nicht. Und wenn du nicht abzischst, dann hast du bald auch ein Problem. Mit deinen Zähnen. Jetzt sehe ich das Problem, ein frecher Fettsack. Das war jetzt, der Sack, vielleicht falsch formuliert. Aber jetzt können wir uns wenigstens für Part 1 rächen. Ja, da hauen wir... Oh, ah! Verdammt nochmal, ein Baseballschläger ist der Sack auch nicht gerade sehr fair. Aber Bobo ist besiegt. So, mach die Musik leiser, klar? Ja, natürlich, aber dann höre ich nichts. Ich brauche ein Hörgerät, aber ich habe meins verloren. Wenn du mir ein neues Hörgerät suchen würdest, wäre das toll. Klar, ich helfe dir. Hörgerät, finde Bobos Hörgerät. Du kannst jemanden mit Hörschaden fragen. Vielleicht haben sie ein Hörgerät. Vielleicht sagt den alten Mick? Hast du ein Hörgerät? Mick, hast du ein Hörgerät? Ich mag zu alt sein, aber hören kann ich noch ganz gut. Okay, dann nicht. Verzeihen Sie, haben Sie ein Hörgerät? Hi, ich habe mich verletzt, kannst du mir helfen? Klar, ich kenne ein paar alte Zaubersprüche, aber ich brauche erst Wodka. Nein, eher wie es aussieht, nicht. Hey Don, haben Sie ein Hörgerät? Nein, anscheinend nicht. Ich werde einen großen Kampf teilnehmen. An deine Bedingungen und ich werde den Ultimate League beenden. Tja. Wie geht's, Don? Okay, auch nicht. Hey Steve, hast du ein Silver, hast du ein Hörgerät? Nein, auch nicht. Apu, hast du ein Hörgerät? Hey Apu, verkaufst du die Hörgeräte? Tut mir leid, ich verkaufe nur Essbares. Du sollst in einem einen Spezialisten fragen. Mal sehen. Hey Magier! Sie verkaufen deshalb auch keine Hörgeräte. Meister Proper, Hörgerät? Hey, hast du ein Hörgerät? Ja, das muss ich benutzen. Meine Ohren sind nicht halb so stark wie meine Muckis. Cool, hättest du vielleicht ein altes übrig? Ich habe mir gerade ein neues gekauft, also kannst du mein altes Hörgerät haben. Gut. Gut, gut. Dann wäre, sagt die Lärmbelästigung jetzt gleich auch erstmal geklärt. Ich habe hier ein Hörgerät für dich. Oh, vielen Dank, das ist großartig. Gut, der süße Klang von Musik. Du bist ein guter Kerl. Danke. Hier ist mein Angebot. Willst du für mich arbeiten? Das ist gutes Geld, Junge. Warum nicht? Es ist bestimmt alles illegal, aber ist mir egal. Gut, dein Job ist es, meinen Anteil bei den lokalen Geschäften einzutreiben. Tja, der Gangster, jetzt gehörst du zu Bobos Gang. Kann ich dich jetzt kleiner Bobo nennen? Die Hälfte des Geldes gehört dir. Jeden dritten Tag kommst du hier vorbei und wir geben dir eine Liste mit Läden, die du besuchen musst. Du kannst jetzt gleich anfangen. Ja, warum nicht? Es ist Zeit. Okay, wo ist mein Werkzeug? Tja, jetzt ist es Zeit, jetzt ist es Zeit. Das ist jetzt, das sagt nicht schlecht. Und Mickey, ich habe deinen Auftrag erledigt. Ich habe mich um Bobo gekümmert.
Oh, vielen Dank. Gut, die Ruhe ist jetzt wieder gewährt. Hier ist ein Geschenk für dich. Das ist ein Energy Mix. Habe ich selbst gemacht. Hilft dir bestimmt beim Training. Cool, vielen Dank. Noch mehr Drogen. Tja. So viel dazu. Bin ja, sag mal, gespannt, was dieser Energy Mix. Mir für Vorteile bringen mag. Okay, riecht furchtbar, schmeckt sogar noch schlimmer. Aber füllt mir das auch gut die Energie wieder auf. Tja, muss auf jeden Fall jetzt erstmal das letzte Mittel sein. Aber nach all den Kämpfen kann ich wohl jetzt, Herr Sack, wirklich endlich mal richtig sagen, wir haben es wohl jetzt, Herr Sack, endlich geschafft. Ja, ich würde, Herr Sack, mal sagen, wir haben es jetzt endlich richtig geschafft. Denn nun haben wir, Herr Sack, auf alle Fälle die nötigen Materialien dabei, um endlich, sag, unsere Stärke ein bisschen weiter zu verbessern. Tja, wir haben jetzt genügend Energie, wir haben jetzt, sag, genügend Energy Drinks. Wir sind zwar, sag, leider immer noch nicht so ganz bereit für Ultimate Fights oder auch für die Playoffs. Aber wir kommen der ganzen Sache jetzt langsam mal sicher näher. Ja, wir kommen jetzt so langsam der ganzen Sache ein bisschen näher. Wir haben genügend Fleisch dabei. Wartet mal, was ist jetzt eigentlich mit dem Handlungsstrang mit Tyler? Okay, darüber kommen wir auf jeden Fall, sagt, zum Dawn. Aber ich wäre mir jetzt auch noch nicht so ganz sicher, ob das überhaupt was bringt. Andererseits, eine Kleinigkeit hätten wir, wie es aussieht, beim Handlungsstrang der Krokodile eigentlich immer noch zu erledigen. Ich weiß jetzt, er sagt bloß nicht so genau, was wir da jetzt noch erledigen könnten. Vielleicht sollten wir sogar noch mal einen Kampf gegen den Sensei wagen. Sensei Rocket. Tja, aber ansonsten haut das Training jetzt hier langsam mal sicher wirklich rein.
Okay, ich würde wirklich mal sagen, das bringt's. Ich würde wirklich mal sagen, wir haben es so fast geschafft. Oh, wir haben erst ein paar Energy Drinks gekriegt. Das ist ja jetzt sogar noch besser. Dann dürfte unser Training dann nun wirklich endlich mal Früchte tragen. Wir haben jetzt illegalen Nebenverdienst. Wir haben jetzt illegale Energy Drinks. Also damit dürften wir jetzt beim besten Willen besser sein. Aber der schwarze Anzug ist jetzt auch nochmal ziemlich schnell. Unerwartet. Aber immerhin haben wir jetzt auch die Boxerfähigkeit drauf. Okay, mit der Boxerfähigkeit müssten wir doch jetzt, jeden Schlag so ungefähr treffen. Und die Lebenspunkte unserer Gegner wirklich, ziemlich gut reduzieren. Tja, das Training zahlt sich jetzt wirklich endlich aus. Wer hätte das jetzt erwartet? Ich nicht. Tja, ich hätte jetzt mit diesem Ergebnis wirklich nicht gerechnet. Ich habe mit diesem Ergebnis wirklich nicht gerechnet. So können wir uns jetzt endlich mal wieder Fleisch leisten. Und wir können auch noch Adrian ein Geschenk gönnen. Adrian, ich habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Hört sich ihr Sack jetzt irgendwie wieder falsch an aus ihrem Munde, wenn sie sowas sagt. Aber gut. Genau das war jetzt der Sack. Verdammt nochmal. Mist, ich muss jetzt der Sack doch wieder zurück nach Haus. Okay, wie sieht es jetzt der Sack hier aus? Wie sieht es da eigentlich jetzt bei der Bar aus, Tyler? Hier gibt es nicht mehr, was du über Selbstzerstörung lernen kannst. Okay, das bringt mir, auch nichts. Dann. Erst einmal. Verliebe dich. Adrian, du bist wunderschön. Bla bla, ich bin so glücklich. Ach, Liebling, ich bin auch glücklich. Ich hoffe nur, dass ich dir wichtiger bin als kämpfen. Ja, ja, natürlich. Gut, 4 Tage Zeit. Roy. Jetzt müssen wir noch trainieren. Legen wir los. Gut, das Auto wird repariert. Gut.
Also jetzt sind wir endlich so weit, dass er sagt, alles richtig funktionieren kann. Wer hätte jetzt bloß gedacht, dass es wirklich endlich mal irgendwann klappen kann? Wir könnten Ersack sogar jetzt auch einen weiteren Ultimate Fighter Ersack starten. Auch alles im Bereich des Möglichen. Wir haben ja immerhin jetzt Ersack wirklich Ersack die richtigen Fähigkeiten drauf. Die richtigen Techniken sind dabei Ersack auch gut. Tja, jetzt hält uns wirklich Ersack so gut wie gar nichts mehr auf. Höchstens Ersack ja das Trainingslimit. Das ist jetzt wirklich das Einzige, was uns Ersack jetzt noch abhält, hier irgendwas Gutes zu machen. Aber ansonsten haben wir jetzt wirklich endlich mal genau die Stärke erlangt, die wir Ersack all die Zeit der Ersack angestrebt haben. Dann haben wir sowieso Ersack zu Hause Ersack noch unseren ultimativen Energy Drink. Also damit hält uns Ersack wirklich niemand mehr auf. Jetzt trainieren wir Ersack noch ein bisschen bis zum Umfallen. Und dann können wir Ersack höchstwahrscheinlich die nächsten beiden Deppen des Dons gleich Ersack auch aus dem Ring schmeißen. Und wer weiß, vielleicht sind dann Ersack die Playoffs dann Ersack wirklich nicht mehr so unerreichbar wie erwartet. Denn das hier scheint Ersack jetzt wirklich endlich der richtige Weg zu sein. Tja, so sieht's jetzt jedenfalls aus. Der richtige Weg ist endlich in Sichtweite. Wir haben die Kraft der Liebe, wir haben die Kraft unseres Kumpels Roy. Wir haben genügend Training durch das Laufband bald. Wir haben, sagt von Indiana Jones Mickey, auf jeden Fall seine selbstgebrauten Energy Drinks, die uns auch noch sehr gut unterstützen. Es hält uns wirklich nichts mehr auf, der Ultimate Fighter zu werden. Erinnert mich jetzt irgendwie auch daran, dass wir sogar Bobo mal wieder einen Besuch abstatten müssen, um unsere 100 Dollar zu kriegen. Es mag zwar ein sicher der falsche Weg sein. Oh nein, das ist jetzt alles auch nicht gut. Okay, Bobo! Ich brauche mein Geld! Jo, ist Zeit! Okay, wo ist mein Werkzeug? Ich will Ersack nicht hoffen, dass wir dabei jetzt. Okay, wir verlieren dabei Ersack keine Ausdauer. Und die Lücke da in der Straße oder neben den Häusern sieht ein bisschen ungewöhnlich aus. Gut! Es mag zwar, sagt nicht der Weg der Jedi sein. Aber auf jeden Fall der Weg eines Kämpfers, der alles versucht, um an die Spitze zu gelangen. Und das hört sich jetzt irgendwie auch nicht gerade so gut an. Ja, in der Tat hört sich das, sagt auch nicht gerade so gut an. Aber wir haben immerhin das Ziel fast erreicht.
Und unser lang gehegter Traum wird der Sack endlich wahr werden. Tja, jetzt einfach noch bis zum Umfallen trainieren. Und dann haben wir wirklich endlich die letzten Parts, die er sagt, nun wirklich er sagt, ein bisschen blöd abliefen, endlich gut korrigieren können. Wir haben, er sagt, die ultimativen Energy Drinks. Wir haben noch die Macht der Liebe auf unserer Seite. Da können wir dann, er sagt, jetzt auf die Liegestütze mal wieder wagen. Womit wir dann sagt, gleich sowieso noch zwar ein bisschen mehr Ausdauer verlieren. Aber egal, unsere Angriffskraft, unsere Stärke erlangen wir sagt, gleich bei Stufe 10. So ist natürlich die Stärke von 13, sagt auch, beim besten Willen nicht mal allzu weit entfernt. Gut, der nächste Ultimate Fight ist dann also jetzt wieder dran. Schön, dann wollen wir doch gleich mal sehen, ob er sagt, die Früchte unseres Trainings jetzt sagt, wirklich was bringen oder gebracht haben. Ja, jedenfalls spare ich mir, sagt noch, die besonderen Energy Drinks auf. Gut, Level 7. Erreicht. Jetzt, er sagt, die Liegestütze. Und dann können wir, er sagt, sogar auch Mickey, er sagt, sagen, er kann uns für die Playoffs anmelden. Aber zuvor, wie sieht es, er sagt, jetzt aus? Unsere Werte 209, Abwehr 9,1, Energieregeneration 15,5, Genauigkeit 0,7. Nicht gerade sehr gut, aber es müsste ausreichend sein, um gegen Rey Mysterio und seinem Bruder Brillio zu gewinnen. Verdammt nochmal, haut der Sack zu doll rein. Aber ich muss so weitermachen erstmal. Er hat aber auch viel zu viele Kicks drauf. Okay, seine Ausweichmanöver sind, er sagt, wirklich viel zu gut. Aber gut, gegen Paddy Daddy hatten wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal die besseren Kombos. Ja, Paddy Daddy kämpft, er sagt jetzt, er sagt nicht so stark wie sein großer Bruder. Hm.
Also endlich kommen wir wirklich vorbei. Aber war er sagt die Vorspur? Mechaniker er sagt auf der rechten Seite, er sagt schon immer da gewesen? Mal sehen. Okay. Okay, vielleicht sollten wir jetzt, sag mal. Warte mal, die guten Schuhe vielleicht Dauerläufe aktivieren. Okay, jetzt können wir es auch mal wagen, die anderen Wege mal einzuschlagen. Ja, jetzt können wir es sogar auch wagen, die anderen Wege zu nutzen. Ja, in der Tat, jetzt können wir es sogar auch mal wagen, die anderen Wege zu nutzen. Das ist nicht schlecht. Also, Mick, es wird Zeit. Frage nach dem Playoff. Ich bin bereit, meine Profikarte zu holen. Los geht's! Okay, der nächste entscheidende Kampf ist in 2 Tagen. Also schön, der entscheidende Kampf ist in 2 Tagen, also... Also gut, der entscheidende Kampf ist also in 2 Tagen. Da weiß ich also jetzt, was zu machen ist. Erstmal ein Geschenk. Adrian, habe ein Geschenk für dich. Ach, das ist so süß. Vielen Dank. Oh, du bist so süß. Somit haben wir, schon wieder ihre Liebe erobert. Jetzt, sowieso noch die Liebe ihres Bruders. Indem wir, seinen Wagen reparieren. Und so beginnt dann im nächsten Part mal wieder das ultimative Krafttraining. Und damit seid dann jetzt erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir gönnen uns jetzt noch ein bisschen Entspannung mit Roy. Und im nächsten Part beginnt mal wieder das ultimative Training. Wir müssen unsere Angriffsstärke weiter anpassen. Am besten, Stufe 13 irgendwie erreichen. Und ansonsten... Ja, ansonsten... Sowieso, noch unsere Turnschuhe ein bisschen weiter auspacken. Frisieren. Mhm, die nächsten Kämpfe sind also wirklich morgen schon. Okay, da bleibt es, keine Zeit mehr für ein Bier. Wir müssen im nächsten Part trainieren. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Wo wir so langsam aber sicher, dass die richtige Methode hier bei Punch Club endlich gefunden haben. Bis dann und ciao, bis dann. Also zum nächsten Training und dann zu den Playoffs.